Hallo liebe Freunde, und es geht weiter mit in Neo. Freut mich wieder, dass ihr mit dabei seid. Und ja, wir müssen versuchen, unsere Reviere zu schützen. Da wir mit 4 Zonen vorne liegen, sind die anderen nicht so erfreut darüber. Und ja, jetzt müssen wir umso mehr aufpassen und schauen, dass wir auch weiterhin mehrere Zonen übernehmen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Die Zone um das 104 oder den Shibuya Hikari einnehmen. Okay, wir gucken mal. Jetzt können wir uns, entweder gehen wir zu Varia Beauties. Ich würde sagen, wir gehen zu Varia Beauties und machen die mal fertig. So, dann mal los. Wir könnten mal wieder was essen. Naja, wir gucken erstmal. Shibuya Kreuzung. Also welches Team hättet ihr genommen? Varia Beauties oder Pure Heads? 104 bin ich hier richtig. Das 104, genau. Also, ich entscheide mich für Varia Beauties, weil bei Pure Heads, da ist ein Typ, der war halt richtig korrekt, von daher gehen wir mal zu den Varia Beauties. Wie gesagt, für wen hättet ihr euch entschieden? So. Oder sagst du so, was? Wieso? Ich wäre definitiv zu Pure Heads gegangen. Aber naja. Rückgängig kann ich das jetzt leider nicht mehr machen. So, dann mal los. Gut, einer ist schon weg. Power aktivieren. So, noch einer weg. Wer ist noch übrig? Tschüss, Varia Beauties, ich sag die Namen bestimmt alle falsch, also, aber egal. Puh, das Revier gehört jetzt uns. Neuigkeiten. Ja. So gehört Shibuya Slammers? Es gibt Neuigkeiten. Die Wicked Twisters haben sich noch eine Zone gesichert, womit die Varia Beauties jetzt schlechter dastehen. So ein Pech. Ich hoffe, Ken verzeiht uns. Ach, was in Hashikos Namen macht ihr hier? Könnte ich dich auch fragen, du Vogel? Entschuldigung, ihr habt mich einfach überrascht. Ich wollte euch nicht so blöd anmachen. Dein Ton klang für mich durchaus gewollt. Ach, da bist du. Wir haben dich überall gesucht. Ja. Schlechte Nachrichten, die trotteligen Twisters ahnen was. Ken meinte, wir sollen das Ganze abblasen. Hm? Was meinst du denn mit das Ganze? Ich habe gar keine Ahnung, wovon du da redest. Nicht zu gebrauchen. Wolltest du mir was sagen? Ach du meine Güte. Da musst du dich verhört haben. Naja, ich muss jetzt auch los. Ciao. Voll daneben. Schlimm genug, dass wir eine Zone verloren haben. Aber ausgerechnet an diese trotteligen Twisters, das ist nur traurig. Uff, ich brauche einen Cosmo. Um ihre Moral scheint es schlecht bestellt zu sein. Gut so, aber das geht noch schlechter. Ihren Plan zu vereiteln war ein guter Anfang. Aber ich verstehe es nicht. Eben haben die alle so große Angst vor uns? Vor uns? Sie strahlten durchaus eine Aura des Unbehagens aus.
Ja, ne? Du hast es also auch gemerkt. Oh, ich habe mit mir selbst gesprochen. Aber ich habe dich gehört, das zählt doch. Immer noch nichts von Schwalow. Besonders, wo wir doch den gleichen Meinung sind. Der gleichen Meinung. Diese Aussage möchte ich doch stark bezweifeln. Warum streitet ihr denn jetzt? Die lieben sich. Behielt alles gut. Nein, Spaß. Ist bestimmt in einem der anderen Teams. Eine kleine Uneinigkeit zwischen gegensätzlichen Elementen. Elemente wie Wasser? Wenn das dein Verständnis erleichtert, ja. Die Frage ist, in welchem? Ein Pin, der ein Engländer gibt einen Laden, wo du ihn gegen Gegenstände einkaufen kannst. Ja, hoffentlich. Die Zone um die Shibuya-Hikari einnehmen. Ach, das müssen wir auch noch übernehmen. Ich dachte, ich kann mich einfach so entscheiden. Naja, egal. Dann müssen wir das wohl. Pearlheads müssen auch daran glauben. Oder auch nicht? Neue Ankündigung. Ja, da ist er. Hier spricht Shiba, euer Spielleiter. Ich hoffe, ihr fühlt euch an Tag 3 frei und schwerelos. Ich habe brandheiße Neuigkeiten. Ist das der Brody, der das Spiel jetzt leitet? Jetzt? Ich freue mich, dass der Revierkampf ein Feuer in euch entfachen konnte. Die Ruinbringers brauchen heute wohl eine Abkühlung. Aber das könnt ihr ausnutzen. Nutzt die Chance, an die Spitze zu klettern. Den Vogel habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist er ein relativ neuer Reaper. Na. Besonders ihr, Wicked Twisters, habt ihr euren Funken von letzter Woche verloren? Hört auf zu schmollen und lasst mein Herz in Flammen aufgehen. Der Typ überhitzt doch gleich. Hoffen wir das Beste. Ein Spiel ohne heiß glühende Leidenschaft will doch niemand sehen. Ha. Und damit empfehle ich mich. Mir scheint, unser werter Spielleiter hat euch ins Herz geschlossen. Oh, Opa? Jo, du bist doch der Reaper von gestern. Was willst du von uns? Haben die feinen Herren und Damen bemerkt, dass die Leute euch anders ansehen? Wie meinst du das? Na, erst haut ihr den großen bösen Tsukiji um, wenn auch mit Hilfe von außen. Und dann vernichtet ihr das kleine Kraftpaket Tsukumi. Und wenn man zwei der Top-Spieler von den Beinen holt, reden die Leute. Die sagen, ihr hättet es jetzt auf den Obermods abgesehen. Wie meinen? Hä? Soll das heißen, die Rimbringers sind ein Dreimann-Team? Aber ja, wussten die feinen Herren und Damen das nicht? Tsuzugichi und Tsugumi machen sich für ihren Boss die Hände schmutzig. Sie sitzen also den Revierkampf aus, weil sie in der Unterzahl sind? Darum und wegen der Prügel, die sie von euch kassiert haben. Wenn man euren Namen nur nennt, machen sich die anderen Teams schon in die Hose. Wobei ein Ruf auch nicht ewig vorausseilt. Jetzt lautet die Frage, haben die feinen Herren und Damen, was es braucht? Oi. Jo, Opa. Teme. Wer es nicht drauf hat, geht hier gnadenlos unter. Also halt mal besser die Klappe, bevor du auf die Mütze bekommst. Und überhaupt, Shinigami. warum quatscht uns hier überhaupt voll? Beat ist der Knaller. Das ist wohl nicht seine erste verballe Auseinandersetzung. So redet man aber nicht mit älteren Semestern. Kleiner, du hältst dich wohl für sehr schlau, weil du zum zweiten Mal dabei bist. Ich weiß, dass ihr euch nicht mit Spielern anlegen dürft. Es ist schwer genug, an Punkte zu kommen, ohne dass du dich einmischst. Also hau ab, bevor du Sterne siehst. Die Jugend heutzutage. Die feinen Herren und Damen wären ohne einander schon längst nicht mehr. Echt, Opa? Seit ich mit den dreien hier kämpfe, fühle ich den Rhythmus wieder. Wie wär's mit einem Duell? Dann beweise ich's dir. Alter, du kannst nicht einfach einen Reaper provozieren, oder? Ha, wird vielleicht kein Strandspaziergang, aber Reaper waren auch mal Spieler. Außerdem war ich auch mal Reaper. Im Ernst? Hoch? Ein Reaper? Hi. Immer mit der Ruhe, Tiger. Es wäre nicht gerade fair, wenn ich mich nicht wehren darf, oder? Aber ich sag dir was, hätten die feinen Herren und Damen ein Team aus Ex-Reapern? Würden die Rimbringers immer noch auf dem ersten Platz landen. Aber gut, ich will den feinen Herren und Damen ihre Illusionen nicht zerstören. Naja. Und er ist entschwunden.
Und lass dich bei uns nicht wiederblicken, Opa. So. Also, Ebit, warst du wirklich mal ein Reaper? Klar doch. Wow, dann haben wir diese Woche doch gute Chancen, oder? Genau. Ein Ex-Reaper hat doch bestimmt so einiges drauf. Aber Moment mal, wieso lebst du denn... Aber wenn du mal ein Reaper warst, weil ich danach wieder Spieler war. Nur so konnte ich Nico retten. Hä? Nico? Mal wieder? Wow, du bist eine Seite im Buch über den legendären Nico? Voll cool, oder Boss? Ich stimme zu, weiß aber nicht, warum meine Bekräftigung hier erforderlich war. Also wart ihr befreundet? Oh. Und ob, wir haben aufeinander aufgepasst, jo? Und er war auch am Ende für mich da, als es wirklich darauf ankam. Ich hätte Geld darauf verwettet, dass er hier ist, aber die Chancen standen nicht gut. Und ich dachte, was ein Glück, dass ich im Ulti gelandet bin und so. Keine Ahnung, wo ich jetzt noch suchen soll. Tut mir leid, das zu hören. Schon okay, jammern hilft mir auch nicht weiter. So, dann, Egal, legen wir los. Für den ersten Platz muss man was tun. Wollte ich auch gerade sagen. Wir haben jede Menge Zeit. Es ist jetzt erst Tag 3. Wir müssen erst am letzten Tag auf dem ersten Platz sein. Und dann kann uns das Spiel mal. Und mit Beat haben wir auch wirklich eine Chance. Das hört sich doch mal gut an. So, die Zone um die Shibuya-Karre einnehmen. Okay, dann wollen wir mal. Richtig. Okay, Pyroheads, ihr müsst auch dran glauben. Tut mir leid. Ah, wir könnten erstmal was uns, ja, uns ein bisschen essen gönnen. Wollen wir diesmal mal hier essen? Hier ist ein bisschen, oder hier war es ein bisschen teurer, glaube ich. Wir gucken jetzt einfach mal. Oh, was haben wir denn hier alles? Lecker. Okay. Okay, perfekt. Wie sieht es mit dir aus? Okay, vielleicht das. Perfekt. Itadakimasu. 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 Schlemmerbonus. Oh. Mata. Das ist perfekt. Okay, dann mal los. Ich so. Ja, wir können uns jetzt schneller bewegen. Wow. Wuhu. So geht's auf jeden Fall schneller voran. So, die Wicked Wizards haben eine Gegnerzone überfallen. Lass wir mal sehen. Ups, okay. Wow. Ups. Nicht abhauen. Und weg musst du. Und wieder. Sehr gut, Nagi. Verbrennen sie alle. まだまだやれる。ま、しゃべっぱん。やってやったぜ。すごい素敵だ。さあ、なっと。当然の出来栄え。調子いいじゃん。聞いたら。これや。クリア。気に行くぞ。もう一度、ウェクトス。もう一度。我々の勝利ですな。 Bibit einfach außer Puste. Irgendwie bekommen wir gar nicht mehr so viel Geld. Die Wicked-Wizards haben sich eine neue Zone. Jetzt werden wir den anderen wirklich Angst machen. Neuigkeiten, Alarm. Ja.
Aufgepasst, Spieler, ich habe Neuigkeiten für euch. Die Wicked Twisters haben sich eine weitere Zone gesichert. Die Pearlheads und die Beauties sind sicher erschüttert. Die Twister Ririnos haben beide Teams Reviere abgenommen. Kann jemand diese Wirbelsturm der Zerstörung aufhalten? Ich habe das Gefühl, das werden wir bald herausfinden. Denn wie ich diese beiden Teams kenne, lassen die sich das nicht gefallen. Was hat er von einem Revierkampf denn erwartet? Die Stadt legt euch zu Füßen, Spieler, geht und holt sie euch. Und nicht vergessen, der Boss guckt zu, also liefert ihm eine gute Show. Ich will ja keinen auf Schwarzmaler machen, aber ich behaupte mal, die anderen Teams haben es auf unserem Revier abgesehen. Das sehe ich auch so. Sie können es versuchen, schaffen sie aber nicht, Jo. Ja, aber das sind zwei Teams gegen ein. Das ein Team beschäftigt uns und das andere schlägt so lange zu. Da ist was dran. Wir können nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Und die Chancen stehen gut, dass die anderen Teams das ausnutzen. Was, wenn wir uns unseren Feinden an beiden Fronten stellen? Wir sollen uns aufteilen? Ernsthaft? Natürlich. Aber warum? Objektiv gesehen sind wir Twisters. Ein ziemlich beeindruckende Truppe. Das sind wir, verdammt. Ja schon, aber ernsthaft? Sie liegen nicht falsch, wir haben uns die Reviere heute schon mal geholt. Und gestern haben wir den Rimbringers gezeigt, wer der Boss ist. Stimmt schon. Vielleicht haben sie recht. Ich dachte, ohne Minamito wären wir chancenlos. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Besonders jetzt, wo wir Beat im Team haben. Aber wir sind trotzdem in der Unterzahl. Es war nur ein Vorschlag. Was denkst du, Rindo? Du bist doch der Anführer. Ja, schon, aber ich habe keine Präferenzen für unser Vorgehen. Ich beuge mich Lord Rindos Willen. Ganz ehrlich, super sicher bin ich mir bei der Sache nicht. Aber ich mache auch das, was Rimbrew entscheidet. Du hast sie gehört, Captain. Also was machen wir? Muss wirklich ich das entscheiden? Das Team aufteilen? Ich weiß nicht. Was hättet ihr gemacht? Aufteilen oder nicht? Nee, so stark sind wir definitiv nicht. Oder? Nein, auf keinen Fall. Wir teilen unser Team nicht auf. Zusammenbleiben ist sicherer. Macht Sinn. Warum sollten wir was ändern, wenn es doch gut läuft? Ah ja, ihr Captain. Dann treten wir unseren Feinden gemeinsam ein. Disney. Okay. Wir erledigen sie einen nach dem anderen. Ja, wie gesagt, also teilen wäre, glaube ich, keine gute Idee. So, wir können hier erstmal was essen. Natürlich. Was essen wir mal? Okay. Nein, Moment. Okay, und wie sieht es mit dir aus damit? Oder vielleicht damit? Nein, bestimmt. Hier, ja, bist du glücklich. Perfekt. いただきます。いただきます。あ、うめえな。マジだよ。Wieso, wir sind da mal wieder weg. Dankeschön. So, die verbleibende Zone einnehmen. Okay, welche Zonen sind denn schon mal übrig? Was? Oh mein Gott, so viel noch? Okay, die verbleibende Zone einnehmen. Ach so. Okay, dann mal los. Das werden wir schon schaffen. So. Ich werde mich versuchen zu beeilen. Also wir müssen uns beeilen, okay? Damit wir alle aus dem Weg räumen. Bibitten-ja-ne-so. Und aktivieren! Let's go, verbrennen sie alle! Komm! Ich
Nur noch einer. Keiner kann mich mehr aufhalten. Keiner. Sehr schön. Hast du ein paar hinbekommen? Wieso bekommen wir kein Geld? Yes. So, jetzt müssen wir einmal die verbleibende Zone einnehmen. Wo müssen wir jetzt noch? So, Westausgang. Nein, das nicht. Ich glaube. Genau hier. Komm schon, wir schaffen das noch. Wir schaffen noch alle zu übernehmen. Doch. Das ist dann wohl Motois letzte Zone. Dann habt ihr es also endlich hergeschafft? Ich würde ja sagen, schön, euch zu sehen, Tristas. Aber diese brisanten Umstände trüben meine Freude. Bilde ich mir das ein oder klingt der genau wie Motoi? Was? Nee, dafür benutzt er nicht genug abgehobene Wörter. Dennoch ist die Unglaubwürdigkeit nahezu identisch. Unser Anführer hat uns beauftragt, diese Zone unter Kontrolle zu halten. Wir könnten sie uns einfach teilen, aber so funktioniert dieses Spiel leider nicht. Auch wenn ich es nicht gerne sage, fürchte ich, dass eure Glückssträhne hier endet. Er spricht wie ein kriegsmüder General, den Blick gen Horizont und auf dem Gipfel vor dem Abgrund seiner Niederlage stehend. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich sag mal, erledigen wir ihn. Sehe ich auch so auf ihn. Mit Gebrüll. Okay. Hier ist ein Laden, ne? Da muss ich mal genau hinschauen. Yes. Okay. Nur zwei Leute? Die haben mich aufgeteilt? Ja, ich weiß nicht, gut, dass wir uns nicht aufgeteilt haben. Weil ich habe das Gefühl, allein mit zwei hätte ich mir das Leben erschwert. Oh, goldene Pins. Und jetzt pust ihn weg, Windows. Bam. Und nochmal. Zweimal 500 Yen. Immerhin. Der Boss. Ohoho. Der Typ ist wohl der Anführer dieser Zone. Hoho, haben die Twisters unser letzten Bastion ins Visier genommen? Bastion, was? Hey, sind alle Teamkollegen von Motoi so uncool? Ja. Ich muss sagen, euer Ruf eilt euch voraus. Und während der Krieger in meinem Herz mit euch das Paket betreten möchte, will sich der Weise in mir nicht auf einen Tanz mit dem Teufel einlassen. Oh, was für eine innere Zerrissenheit. Wenn du nicht tanzen willst, kannst du abschwören, jo. Wäre es doch nur so einfach. Ich schwor, diesen Ort mit meinem Leben zu schützen. Und so stelle ich mich der Herausforderung und diene den Pyroheads als Leuchtfeuer der Hoffnung. Ich muss Motois Rolle übernehmen und hier stehen, damit wir am Ende siegreich sein können. Ah ja? Du willst also einfach nur dastehen, oder was? Ja, weiter so, Beat. Seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Ich bin bereit zu tun, was ich tun muss, wenn du das meinst. Also fangt schon an, Twisters. Okay. Werden. Was?
So schnell! Masaka! So. Wie sieht's jetzt aus? Achso, es geht weiter. Okay, komm schon, wir schaffen es. Was haben wir hier für eine? Für einen Laden? Okay, das gönne ich mir mal für Beat. Arigatou gozaimashita. Dankeschön. Tschüss. Ikuzo. Neomix. So, jetzt müssen wir nur noch die Zonen von Very Beauties alles übernehmen. Ich glaube, dafür müssten wir einmal komplett auf die andere Seite. Okay. So. Direkt auch mal was essen. Nein, ich hab. Nein. Okay, können wir hier direkt was gönnen? 11.000? Das passt aber null zu ihm, ne? Komm schon, wir müssen uns beeilen. Wir müssen was essen. Hier ist dieser Burger. Okay, und was willst du? Vielleicht das hier? Oh nein, für dich geben wir den. Oh, wir sind die Stellung aufgeben. Egal, wir sind... So, ciao. Okay, wir sind richtig gesättigt. Das ist 104. So, jetzt müssten wir einmal Dogensaka, genau. Hallo, auf einmal treffen wir ihn nicht. Fehlt nur noch eine Zone und damit haben wir diesen Sektor für uns beansprucht. Ja Mann, das haben wir. Wir rocken. Wahrlich. Gerade mal nicht so sehr aus dem Häuschen.
Nein, Titan Alarm. Die Wicked Twisters und die Variables haben ihr Revier erweitert, aber auch hier eine Zone verloren. Das nenne ich mal einen Kompromiss. Kompromiss? Der macht wohl Witze. Was haben wir verloren? Die Center Guy, die haben sich die Beauties hinter unserem Rücken geschnappt. Nicht schlecht kennen. Dann müssen wir sie uns wiederholen. Es gibt kaum Alternativen. Ja, aber wie verhindern wir, dass sie uns wieder wegnehmen? Gar nicht. Wir sind deutlich in der Unterzahl. Aber wir müssen es einfach probieren. Gehen wir zu Center Guy. Ach du meine Güte. Was passiert hier? Die verbleiben zu einem Center Guy zurückholen. Ja, aber wir müssen erstmal hier. Moment. Wenn wir schon hier sind, dann können wir das auch direkt mal übernehmen, würde ich sagen, oder? So. Vielleicht hätten wir uns auch doch verteilen sollen, also aufteilen sollen, aber ich weiß es nicht. Es wäre auch viel zu riskant gewesen. Da bin ich lieber halt zusammen als Team, weil in. Ja, das ist zwar jetzt nichts mit Horrorfilmen zu tun, aber in Horrorfilmen ist es auch immer so. Die sagen immer, lass uns aufteilen und dann sterben alle. テンションを上げてこうぜ。順調だな。タイミングバッチシ。いい感じです。よ。決まったんじゃね。頑張ったな。おっと。いけ。はい。終わりだ。俺たち強いよな。 Wie ihn direkt geben. So, jetzt müssen wir einmal. Moment, Klamotten, ganz kurz eben. So, das kannst du haben. Was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir auch was Schönes. So, Unterteil. Kannst du eigentlich. Wie sieht es damit aus? Das war doch. Okay, Schuhe kannst du. Wenn das. Ja, die Brille passt jetzt nicht ganz. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir einmal zurückgehen. Wohin nochmal? Center Guy. Hier können wir hoch. Okay. Oh, doch nicht, ich bin falsch, aber naja, egal. Hallo, schneller. Ich glaube, wir haben einen kleinen Umweg gemacht, oder? Kann es sein. Ist richtig. Okay, jetzt müssen wir einmal hier hoch. Zu Center Guy. Center Guy. Na los. Wir müssen unser Revier wieder zurückkämpfen, zurückerobern. Da werden wir, die letzte Zone der Warrior Beauties. Wenn man von Teufel spricht, jo, da sind sie doch, oder? Den Klamotten nach schon. Na, wenn das nicht die Lieblingshelden der ganzen Stadt sind. Sorry, aber wenn ihr denkt, ihr geht's noch weiter für euch, liegt ihr falsch. Ich habe gar nichts gedacht, seit du den Mund aufgemacht hast. Wie schafft er nur, dass das knallhart klingt? Warte mal, bist du nicht dieser Nico? Es scheint, dass alle Teams dieselben Irrtum unterliegen. Wie oft muss ich euch Vögeln das noch sagen? Ich heiße Video, geht das endlich in eure Blütenschädel rein? Ganz ruhig, Tiger. Nee, den bringe ich jetzt bei, wer ich bin, jo. Los, Rindo. Wie du meinst. Okay, dann geht's mal los hier. So. Wir haben ziemlich große Maul, würde ich sagen. Das werden die bereuen.
Beat ist so auf 180. Der wird jetzt Vollgas geben. So, choi no choi de sho. Ja, dann mal los. もっと待ってかい。 Jetzt sind nur noch die Frische übrig. Einmal weg. Nice. Perfekt. So. Hey, seht mal, das muss der Anführer dieser Zone sein. Ich spüre da auf jeden Fall Obermods. Bito-san. Vielleicht nähern wir uns ihm lieber. Jo. Was zur Hölle? Wollt ihr für eure Ehrengäste nicht mal den roten Teppich ausrollen, Jo? Lass mich raten, da fehlt noch das vorsichtig. Ein Konzept, das unserem neuen Gefährten fremd ist. Doch, sobald es Ehrengäste gibt, die das wert sind. Mutig von euch, hier mit so wenig Leuten aufzukreuzen. Habt ihr keine Angst? Wir nicht, aber ihr solltet Angst haben vor ein paar Trotteln wie euch. Diese Zone ist unsere letzte Hoffnung. Als Varia Beauties verteidige ich sie bis zum letzten Atemzug. Wir leben unsere Leidenschaft für die Mode und gegen sowas wie euch verlieren wir nicht. Tja. Daran müsst ihr jetzt leider glauben. Judan was schnei. Alles gut, Wimbro. Tja, das war wohl nichts. Das ist die letzte Zone, jetzt sollte die Stadt uns gehören. Aber sowas von. Und all das dank dem guten alten Twister-Teamwork. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Ich weiß ja nicht, Mann. Die waren so schwach, die hätte ich vielleicht alleine erledigen können. Nein, so schlecht waren unsere Rivalen auch wieder nicht. Oder was? Möglicherweise. Fall mir jetzt nicht in den Rücken. Jedenfalls sollten die Ergebnisse jetzt gleich kommen. Juhu. Endlich. Jetzt bin ich gespannt. Da sind sie schon. Ja. Es gibt Neuigkeiten, Shibuya's Lamas. Mann, wird das toll, wenn er gleich unseren Namen... Oh, top! Die Variabilities haben sich eine neue Zone gesichert. Was? Es war ein Risiko, ihr letztes Revier aufzugeben, aber es hat sich gelohnt. Ihr Beauties macht es echt spannend. Dafür habt ihr Respekt verdient. Ich dachte, wir wären fertig für heute, jo. Vielleicht war das ehemalige Anführer ein Ablenkungsstatistik. Also was macht ihr jetzt, Twisterinos? Wenn ihr jetzt nicht reagiert, verliert ihr womöglich eure gesamtes Revier. Sie haben sich die Zone um das 1 und 4 geholt. Dann holen wir sie uns zurück. Ach du meine Güte. Okay, das haben die jetzt... Also ich muss ehrlich sagen... Wenn mir was nicht passt, dann passt es mir einfach nicht. Das Spiel gefällt mir. Keine Frage, aber jetzt geht das schon ein bisschen zu weit. Dieses ständige hier, Shibuya-Slam und so, das hätte echt nicht sein müssen. Aber naja, gut. Da müssen wir jetzt durch. Das werde ich auf jeden Fall noch in diesem Part machen. Und nicht auf nächste Part verschieben.
Deswegen werden wir das eben mal machen. Und ich will ganz kurz noch. Okay, gut. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, wir wollten. Wir müssen zu 104. Müssen wir wieder zurück? Ich glaube schon. Sieht schon um das 1 zurück. Ah, ist ja schon markiert auf der Karte. Habe ich ja wirklich verpeilt. Wie gesagt, ist halt ein bisschen zu viel jetzt. Wird wirklich ein bisschen zu viel, aber. Naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Wir müssen darauf gefasst sein, dass das eine große Nummer wird. Ich sehe die Beauties da drüben. Und ich spüre ihre blutrünstigen Absichten. Echt? Ich will gar nichts. Das ist vielleicht auch gut so. Aber sie hat recht. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ist egal, was du fühlst. Wir haben einen Job zu erledigen. Wenn wir bei ihnen auftauchen, können sie uns nichts wegnehmen. Los! Wie die gucken. Hi. Gehörst du zu den Valley Beauties? Zieh dir mein Outfit rein, dann weißt du, zu wem ich gehöre. Wurde auch Zeit, dass ihr trotteligen Twisters auftaucht. Hab schon auf euch gewartet. Ich heiße Mahito und ich lasse mich nicht so leicht abschminken. Ich kann zwar seinen Gedanken nicht scannen, vermute aber, dass seine Psyche besser unerforscht bleibt. Wir müssen also nur dich erledigen und dann war's das für dein Team? Angenommen, ihr könnt gegen mich bestehen. Ja! Mahito, ich komme doch noch rechtzeitig. So, Mio? Was machst du denn hier? Ich wollte vorschlagen, die Regeln eine Weile zu vergessen und ein bisschen unmoralisch zu sein. Du bist nicht so mein Typ. Spinnst du? Die Twisters erledigen schon vergessen? Oh. Mir ist klar, dass dir die Autorität fehlt, solche Verhandlungen zu führen. Aber Kennen würde sicher verstehen, dass du im besten Interessen des Teams gehandelt hast. Also wollen wir diese Rabauken gemeinsam ausschalten? Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Du gibst aber auch einfach nicht auf. Na gut, ich bin dabei. Jemand muss den trotteligen Twistern ja mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann machen wir das mal. Oje, oje, Mini. Alles klar, dann hole ich mal die Mannschaft. Das ist sowas von unfair. Egal, Mann. Ach ja? Ist egal, wie viele die sind. Total egal, ob ihr zu 10 oder zu 100 ankommt. Ihr verliert, jo. Da hat aber jemand Selbstvertrauen. Neko? Alter, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Oi. Ich bin nicht Neko. Ich heiße Behidio und jetzt auf sie. Und jetzt auf sie, Captain. Was jetzt? Okay. Okay, mal sehen, ob wir so stark in diesem vorgeben. Let's go. Rindo, Fred, Nagi, Beat. Ihr seid ein super Team. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind einfach 10 Leute. Das sind einfach. Und jetzt bin. Ja, mit der Koka. 10 Leute. Bitte keine Leute.終わりだ。おし、よくた。
Auch einer weg? Okay, die haben alle wenig Leben. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Haben wir einfach 10 Personen eliminiert. Oh Gott. Okay, das war wirklich... Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten ja auch sehr wenig Leben gehabt. Wo sind Maito und Somoe hin? Abgehauen, nehme ich an. Puh, ein Glück. Was habe ich euch gesagt? Ist egal, wie viele die sind, jo. Ist der Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt damit endlich beendet? Bitte, komm schon, jetzt komm mir nicht wieder an. Das erfahren wir gleich. Also wenn es jetzt noch... Aufgepasst, Shibuya Slammers. Ich habe nochmal Neuigkeiten für euch. Haltet euch fest, denn das haut euch um. Die Wicked Twisters haben sich ganz Shibuya geholt. Ich habe keine Sekunde an euch gezweifelt, Leute. So. Kommen wir also zu den Ergebnissen. Unbestrittene Sieger des heutigen Revierkampfes sind die Twisterinos. Ihr habt es uns wirklich gezeigt. Aber was für ein Pech für die Beauties. Haben stark angefangen, wollten ordentlich auf die Pauke hauen und haben dann auf die Mütze bekommen. Kann er einfach zum Ende kommen? Glaubst du, es kommt noch ein großes Finale? Und damit ist der heutige Revierkampf beendet. Wirklich? Puh. Mir schwirrt der Kopf vor all den Wendungen, mehr verkrafte ich heute nicht. Ein dickes Danke an euch alle für die gute Show heute. Freut euch auf eure Preise und bis zum nächsten Mal. Also sind wir jetzt hier fertig oder was? Yep, fix und fertig. Was haben wir bekommen? Was passiert jetzt? Der zweite Shibuya Slam. Hm. Abgeschlossen. Icho Agani! Buyaka läuft bei uns. Iine! Iki mo atte kita kanji! Kanari! Awasete moratteiru kan ga tsuyoi ga. うまくいってたか合わせんのなんて苦手だけどよ3年前に鍛えられたからな頼もしい今日はトップいけたか Ja, Leute, glaubt ihr, das hat für Platz 1 gereicht? Ich würde sagen, das erfahren wir dann beim nächsten Part. Danke fürs Schauen. Und das war diesmal wirklich mega anstrengend, die ganzen Reviere zu übernehmen. Aber wir haben es doch am Ende geschafft. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part.